Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Und heute geht's weiter, Road to Champion. In der letzten Woche bin ich ja Dia 3 geworden, aktuell Liga 2. Und heute, diese Woche, geht es mit dem Phoenix weiter. Ein wunderbarer Spieler, ein sehr ruhiger Spieler. Er ist nie im Rage-Modus, außer wenn er im Rage-Modus ist. Ich begrüße dich, Phoenix, wie geht's dir? Hallöchen, eine wunderschöne Einleitung. Vielen Dank, mir geht's super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hallo an alle Zuschauer. Euch geht's natürlich hoffentlich auch gut. Ich freue mich, mit dir zusammen ein paar Runden zu spielen. Und ich hoffe mal, wir sind erfolgreich bei deiner Road to Champion. Ja, ich freue mich natürlich auch, mit dir spielen zu können. Falls ihr uns gerne öfter zusammen spielen sehen wollt, gerne unten in die Videobeschreibung schauen, da ist mein Twitch-Account verlinkt. Im Item-Shop meinen Creator-Code eingeben, HolyLOL, dann unterstützt ihr mich ein bisschen, darüber würde ich mich sehr freuen. Und natürlich liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Bist du bereit? Ich würde dann direkt starten. Ich bin super bereit. Habe ich denn, warte, ich muss eben gucken, ob ich EU eingestellt habe. Ja, Europa, dann starten wir direkt. Nicht, dass wir in den USA spielen und der Ping nicht gut ist. Ich muss mich auch noch mal kurz wiederholen. Ja. Wenn du mir immer so viel Honig ums Maul schmierst, ne, dann hebe ich irgendwann ab. Nein. Okay, was haben wir denn hier für Gegner? Oh. Ja. Ja. Passend, würde ich sagen. Ähnlich so wie wir hier. Oh, jetzt habe ich dich weggebammt. Nein, alles gut. Du hast auf jeden Fall alles richtig gemacht. Beim Anstoß gleich mit hinterher sneaken ist immer eine gute Sache. Wenn es dann mal nach hinten losgeht, passiert halt, ne? Ja, ist der erste Tag. Ich bin noch ein bisschen. Ihr müsst das verstehen. Wenn man mit dem Phoenix spielt, ist man ein bisschen nervös. So, der wäre für dich. Ich habe ihn jetzt hochgespielt. Schönes Passlein. Haben nicht mehr hoch genug. Und da geht und rein. Jawohl. Ich mache ein Tor. 1-0. Jawohl. Let's go. Wie habe ich den denn reingemacht? Hat der Gegner den noch gemacht oder was? Ja, der hat jemand ein kleines bisschen geholfen. Ja, guck. Ja, das ist ja nett von ihm. Ja, finde ich auch. Ja, so kann es weitergehen, Leute. So das kommt Schöne Freude ist, auf. Oh ja. Das Schöne ist, die meisten fangen beim eigenen Tor immer ziemlich gut an mit Paniken. Ah, oh, der ist drin, der kommt nicht mehr hin. Ja, das schenkt man den. Hab ich mich auch ein bisschen vertüttelt. Das macht überhaupt nicht. Der Pass sollte nicht zum Gegner gehen. Ja, ich bin natürlich auch zur falschen Seite rübergefahren. Ja, aber du darfst nicht vergessen, das war auch Batman, ne? Naja, der kann alles. Also. Okay. Batman macht das hier schon. Kleiner Tippser. Oh, ah, schade. Kommt nochmal in die Mitte, aber da ist nicht mehr viel zu machen an der Stelle. Ah, den habe ich nicht, sorry. Oh, ja. Zu dir. Den kann ich mal saven. Jetzt soll ich mir kurz einen Boost. Und den Gegner nehme ich auch mal mit. Oh, der ist drin! Hey, ich war noch in Sicherheit mit hochgegangen. Abklatschen, jawohl. Ich dachte, wenn er vorm Tor herfliegt, habe ich ihn dann noch. Aber brauchte ich gar nicht. Sehr schön. Jawohl, so kann es weitergehen. So, oh Gott. Der war schnell. Der war schnell. Und ich war noch schneller. Nein, nicht Big Bump. Ey, bumpt der mich weg. Guck dir das an. Ja, da habe ich dich aber auch dumm dastehen lassen. Und dann kommt Batman wieder um die Ecke. Ja, Batman ist immer am Start. Frechheit. Das Auto ist übrigens sehr beliebt bei... Was oh, das nein, der hat mich zerstört. Ich wollte ihn gerade holen, den Ball. Ja, da kann man froh sein, dass... ich ihn jetzt nicht erwischt habe, den hätte ich nämlich eiskalt zerstört. Ist noch genau im richtigen Moment abgesprungen. Habe ich noch Zeit? Jo. Oh, wieder zum Gegner. Ah, nee, der Gegner hoch. Ich bin da. Jo. Umdrehen. Nein, er hat ihn. Schade. Habe ich. Ich habe ihn mal zerstört hier, Mr. Batman. Ja, den kann man nämlich, das kann man nämlich auch gut. Da
Da passiert nichts mit dem Ball. Batmaner-Team. Ja, ja, schön. Schade, ja. Gut reagiert der Gegner. Ja, der stand aber auch gut in der Mitte da schon bereit. Der brauchte nicht mal viel machen. Ist er drin, oder? Oh, nein, schade. Der hat ihn. Super schade. Oh, ich dachte, der ist so safe drin. Aber war er gar nicht. Stark, gut blockiert. Oh, der ist aber drin. Der Holy. 3-2. Ich flippe aus. Was war das denn für ein Ding? Junge, schön. Ja, guck mal hier. Profi. Siehst du? Profi. Ja, sag doch. Ich sag doch, du kannst das. Habe ich ihn heimlich vorm Stream gesagt. Da muss es nur versuchen. Ja, kannst schon. Aha. Ja, Phoenix hat vorm Stream gesagt, du musst einfach Tore schießen. Habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich das halt. Dann mache ich es halt mal. Nein, ich habe mich voll. Oh, kacke. Und da geht drüber Richtung anderes Tor. Guck erst mal, was er macht. Leider. War leider nicht. Jetzt habe ich ihn. Ding. Kommt in Mitte? Ja, nee, den hat er. Ah, Batman ist da. Okay. Oh, ich dachte, er macht ihn wieder selber rein. Schade. Das wäre super cool gewesen. Habe ich geblockt? Habe ich? Jawohl, sehr schön. Nochmal geblockt. Nice. Bin hinter dir. Ach, Batman ist auch noch da. Mann, der geht mir aber auf den Keks gerade. Und jetzt ist er nicht mehr da. Aber er hat einen. Schade. Ja. Anstrengendes Spiel hier. Montag, erstes Spiel. Ja. Ich hab genug Zeit, ne? Ja, so, ich gucke mal, dass ich ihn irgendwie in die Mitte kriege. Ah, schade, er hat ihn. Nee, ja, und ich hab ihn nicht. Toll. Oh, ich. Ja. Stark. Sehr schön. Hat man ein kleines bisschen Glück auch mit, dass Mr. Batman jetzt gerade den Ball nicht ordentlich erwischt hat. Ich versuche ihn in die Mitte zu bringen. Ah, komm ich nicht hin. Sorry. Und ja, Boost in der Mitte ruhig. Ich habe noch 60. Oh, da kommt weit zurück, Vorsicht. Ja. Wir gehen nicht hin. Ah, da kommt keiner. Was? Jetzt. Oh, er kommt aber. Oh Gott. Hab ich. Da war ich mir ein bisschen zu sicher. Den. Oh Gott. Schade. Ja, den hat er gut geflickt. Ich stand auch völlig falsch im Tor. Ja, ich sage ja, das Batman-Mobil ist ziemlich für Freestyle bekannt. So ähnlich wie Dominus und sowas. Ja, das ist wegen dieser Pancake-Box, ne? Da gibt es halt einige, die da gerne mal ein paar Sachen damit veranstalten. Ich halte ihn. War nicht gut im Weg. Ihm Boost klauen und. Da komme ich nicht. Sehr schön. Jetzt hat er mich zerstört, leider. Geh drauf. Ich wollte ihn zerstören. Hat nicht geklappt. Kann ich leider nicht so viel draus machen. Ja, war auch nicht so schön. Der passt. Der sollte eigentlich anders kommen. Nee. Alles gut. Dann wollte ich eigentlich noch ein bisschen nach vorne spielen, nicht nur in der Mitte. Ah, da bin ich nicht, sorry. No! Ich wollte ihn direkt reinmachen, ich habe aber den Winkel nicht ganz geschafft. Okay. Oh, too bad, ey, too bad. Den kriegt er. Oh, was? Ja, genau, super. Bin ich natürlich nicht da. Kannst einen Boost aufgebraucht, oh Mann. Wow, was eine Parade, sehr schön. Habe ich noch mal geblockt, aber da kommt schlecht. Oh, ich mache ihn selber. Schade. Oh Mann, das erste Spiel direkt hier. Ey, wie. 3 Fehler von mir, 4 Tore. Ach Quatsch. Nicht 3 Fehler von dir, das stimmt nicht. Ah, der wäre wahrscheinlich nicht mal reingegangen. Mhm. Der wäre an den Was für eine Parade. Und, wieder nach rausgekommen. Was ein Clown. Was für eine Parade, sagt er. Ja, lass ihn Augen. Mann. Hat so schön angefangen mit 2 Toren von mir. Ach, ärgerlich. Gut. Das nächste gewinnen wir, oder? Würde ich auch sagen.
Ja, gut. Sind wir uns einig? Nee, nee, Leute. Der Montag ist immer ein ganz schwieriger Tag. Ja, da gebe ich dir recht, ey. Ah, nee. So. Vor allem montags, wenn noch ganze Woche vor ihm liegt, arbeitstechnisch gesehen. Ja, das, ab Mittwoch wird's besser. Ja, ja. Langsam Mittwoch, besser. Ja, schön, schön Mittwoch Bergfest. Ach Leute, wieso bist du denn so schnell am Ball? Du... Komm zu dir. Okay, okay. Okay, komm nicht zu dir. So schnell. Ich hab den zwar gesehen, aber ich konnte irgendwie nicht reagieren. Stark. Schieß auf die Decke. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. 1-0. Da ist er drin, ne? Oh, einfach Tipps noch einmal. Na, einfach Tipps noch mal, genau. Ah, schön. Schönes Ding. Kann ein bisschen mehr mit Ossi-Akzent reden, wenn er wollt. Aber dann könnte es passieren, dass er mich nicht mehr so gut versteht, ne? Ich finde den Akzent so super. Ich mag den Akzent. Oh, schön geblockt. Hat er nochmal erwischt, Mensch, du. Ja, den dürfte ich die sind aber heute kriegen. Auch wieder, die sind aber heute wieder gut drauf. Ich bin den zerstört. Lass mal. Schön, oh, 2-0. Da hast du dich wieder für 7 geopfert. Ja, genau, ich habe mich geopfert. Da kannst du wieder völlig ausrasten hier. Ja. Die haben mich aber auch zerstört, ne? Ja. Frechheit. Mein schönes Auto. Fürs Team geopfert, sag ich doch. Ja, ja, richtig. Ein Boost für dich, mein Freund. Oh, hast du erstmal Platz kurz? Jetzt, Achtung, der andere kommt schon. Jawohl. Oh, guter Schuss. Ah, schade, kann mich jetzt nicht mehr zum Blocken. Der kommt ein bisschen in die Mitte. Ah, gut, ein bisschen doll in die Mitte, sorry. Ja, auch. Wow. Auch ganz weit nach hinten. Oh, den haut er weit nach vorne. Ja, den tun wir rüber. Ja. Jetzt müsstest du. Oh shit, und ich häng noch in der Luft fest. Hab ich. Oh! Schön. Du, was? Hab ich dich reingebammt in den Ball? Na, irgendwie haben wir gerade zusammen irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ach nee, du hast nicht mal einen Vortrag bekommen. Ich glaube, du hast den Gegner zerstört. Ja, du hast den Ball getroffen und ich war dann erst später da. Du hast den Gegner zerstört. Krass. Das war auf jeden Fall mal Double Team Attack, würde ich sagen. Ja, und 3-0. Der kommt. Der fliegt weit in der Mitte rein. Ich lass den mal rangehen. Ja, der macht dann sowas. Den blocke ich. Und jetzt müsstest du ran. Ja. Ich warte aber noch ein bisschen, weil in der Ecke verflicke ich mich immer. Nimm dir den Boost. Okay. Wenn du Boost hast, kein Stress. Ah, jetzt hast du Bereich. Sehr schön. Ah, schade. Waren sie beide da? Nee, nee, ist nicht schade, finde ich. Oh, Gegner getroffen, Ball nicht. Vorsicht. Na, alles gut. Kling, kling. Schön, 4-0. Leute, haben wir doch gesagt, das nächste Spiel gewinnen war. Ja, ja. Warum war das gerade nicht so einfach? Bei dem Spiel geht es einfach so viel um Selbstbewusstsein und um Mentalität. Are you Zidane? Ja, Zinedine Zidane, jawohl. Ja, ja, natürlich. Oh, gut geblockt. Nein, dann, das ist auch eine gute Frage, hab ich auch noch nie gehört, sowas. Das Einzige, was mich mal jemand gefragt hat, ob ich zufällig Squishy Muffins bin oder so. Squishy Muffins? Wer ist das? Kennt man den? Das ist ein Profispieler, der in der ALCS spielt. Ach so, ja, wenn du solche Fragen kriegst. Da habe ich mal so ein ganz böses Tor von der Wand ausgespielt und also beim Gegner die Wand runtergespielt, bin hinterher und hab dann den noch zweimal berührt.
und damit alle rausgenommen. Das war 3 gegen 3. Da habe ich 3 Spieler ausgespielt mit einer Aktion. Das ist dann krass. haben die gefragt, ob ich squishy bin. Und bist du's? Nee. Nee, er ist es nicht, Leute. Mit Sicherheit nicht. Er ist es nicht. Vor allem, weil das auch mehr aus der Situation heraus, ne? So ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück dabei, ein bisschen Können. Von allem was. jetzt ist aber die Frage, sollen wir jetzt noch ein drittes Spiel hinterherhängen oder nicht? Ja, du... Das ging jetzt so schnell. Also ich finde, das können wir ruhig machen, ja. Wir haben doch jetzt hier, dadurch, dass sie aufgegeben haben, so viel Zeit gespart. Ach, so sieht's aus. Dann knüppeln wir noch ein drittes hinterher. Ja, der Phoenix, der ALCS-Spieler. ALCS-Spieler, genau. Was haben wir denn jetzt hier für Gegners? Oh, die beten da schon, die beten schon, das ist gut. Einer ist schon Champion, so wie ich das sehe, oder bin ich's? Nee. Ja, der eine dürfte Champ sein, ja. Nicht schade, guter Versuch. Schön, dass du dort gleich hochgegangen bist. Auf jeden Fall nice. Oh nein, ich bin zu langsam. Ich fahr mir da. Ja, ich habe das gesehen, dass der Ball schon an die Bande geht. Und. Oh, was ein Pass, Junge! Ja, Mann! Was 1-0. Für ein Pass! Den hast du ihm so schön vor der Nase weggespielt. Genau in die Kuhle rein. Ey, super. Ah, der fällt aber auch schön runter, ne? Der fällt schön runter wieder. Ah, wunderbar. Der Schuss war aber auch. Du warst on point da. Oh, was macht er denn da? Eigentlich war ich ein Stück spät da und auch nicht so. Ich war ein bisschen zu weit weg eigentlich für die ganze Aktion. Hab's aber im letzten Moment doch noch geschafft hinzukommen. Schade. Nur der, der ist auch nicht. Nee, der zweite. Die spielen gar nicht so schlecht. Also der eine wartet, die paniken, die haben auch gerade nicht gepanikt. Der eine hat gewartet. Oh, der kommt blöd in der Mitte. Nee, doch nicht. Alles gut. Hab ihn auch nochmal. Oh, schön. Und jetzt bump ich den Gegner ein bisschen. War leider nicht zielführend. Nein, Anibal. Jetzt war ich gerade so in mich selbst vertieft, dass ich dich überhaupt nicht mitbekommen hatte. Ich habe den einen gebammt, Arsche. Oh, die waren sich aber sehr sicher, dass sie das Tor kriegen. Jetzt waren sie zu langsam. Ja, den einen habe ich weggebammt und den anderen, den hast du noch geblockt. Deiner? Jawohl, schönes Ding. Ja, Mann! Wie du ihn genervt hast! Das hast du klasse gemacht. Ich habe einfach abgelenkt. Ich bin einfach hinter ihm hergefahren. Ja, ich habe ihn auf dem Dach neben ihn schon mit. Super. Das hat ja geklappt. Ohne Absprache, Jungs. Ja. Ohne Absprache. Einfach schön gemacht. Ja, manchmal versteht man sich auch ohne Worte. Und ich glaube, das sind dann die schönsten Sachen. Das war auf jeden Fall so ein traumhafter Moment, wo ich sagen kann, okay. Also nochmal schön. Ja. Wenn man so übers eigene Tor spielt, muss man sich eigentlich sicher sein, dass man da auf jeden Fall nochmal was machen kann. Oh, immer ein Flickenblock. Sonst nimmt man seine Kollegen da raus. Ja, mit Random zum Beispiel hast du da öfter das Problem, dass der Ball dann vom Tor runterfällt. Da hast du keine Chance zum Absprechen. Kann leider nicht hingehen, weil bei mir sieht es mit dem Boost nicht so gut aus. Hat er gerade da oben geschrieben, Noobs? Keine Ahnung. Oh, ich hab dich. Oh, schön reingebannt, nice. das war ja mal klasse. Schade, diesmal hat es nicht geklappt mit dem Erdrüppel. das war ein Pinch. Der geht auch ganz weit rüber. Na, ich warte erstmal. Da passiert auch noch nichts. Jetzt kannst du rangehen. Den nehme ich. Jetzt weil der Phoenix hat nämlich gesagt, man muss auch mal abwarten können. Richtig. Vor allem, wenn der Ball in der eigenen Ecke... Boah, starkes Ding, jawoll! Wo ist mein Bernie zum Abklatschen? Ach, der fliegt noch. Ich hatte so weit wieder wegkatapultiert, weil du so nah an deiner Explosion dran warst, dass du bis zu uns hintergeflogen bist. Ja, die zweiten Rage quitten. Was ist denn hier los? Wenn man ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringt und ein bisschen gut abwartet, machen die meisten sowieso selber die eigenen Fehler, die immer dafür ausschlaggebend sind, dass es nichts wird. Ja gut, der eine war auch nur Platin 2. Der wollte aber von dafür war der andere Champ und hätte wesentlich besser spielen müssen. Oder? Ach nein! Diamond 3.
Das war mit den Champs war ein Spiel vorher. Ach, das war ein Spiel vorher, Entschuldigung, da bin ich schon wieder. Ach ja, das war so schnell vorbei, das Spiel. Ja, ich muss sagen, der Montag hat mir so viel Spaß gemacht, dass der auch schon so schnell vorbei ist. Ich freue mich schon auf den Dienstag wie nix. Du dich auch? Ich mich auch, auf jeden Fall, ey. Bin morgen direkt wieder Feuer und Flamme. Das ist gut, da freue ich mich. Ihr habt es gesehen, der Phoenix ist leider kein Profispieler. Also wie hieß der nochmal, Squishy? Squishy Muffins. Squishy Muffins ist leider nicht. Also der ist vom bekanntesten Clan ist er eigentlich. Also vom bekanntesten Team in der RLCS, vom Championship. Ich bin da nicht the so real, drin. The Real Energy? Nee. Also Energy auf jeden Fall. Ja, weil ich gucke die Dinger eigentlich nur, um die Drops zu bekommen. Ach so. Ich lasse die nur stumm im Hintergrund laufen. Du bist ja eher noch Wahnsinn. Ja. Ich sag mal, die bekanntesten, die bleiben einem immer so ein bisschen im Kopf, ne? Die, wenn die richtig gut was machen und loslegen da in den Spielen. Ich gucke das auch gerne mal mit an. Ja. Da ist zum Beispiel hier, apparently Jack ist noch ein Begriff hier. Der spielt bei Gen.G. Ist auch der Captain vom Team. Jo, aber lass uns eben bei die Zuschauer verabschieden. Ja, machen wir. Wir quatschen dann gleich. Wir quatschen nochmal. Ihr liked, ihr kommentiert, ihr abonniert, ihr gebt im Itemshop, wenn ihr Bock habt, meinen Creator-Code ein. Holylol, würde ich mich drüber freuen. Und wenn ihr richtig viel gemacht. Bock habt, hat der Phoenix auch gemacht, sehr gut. Ne? Vorbildlich. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, unten in der Videobeschreibung meinen Twitch-Account, Follow da lassen. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, ciao, ciao. Schönen Abend, ciao.